liebe Freunde der musikalischen Früherziehung und der elektronischen Klangerzeugung, zu einem neuen Video zum Yamaha CS1X. Gerät ist jetzt schon etwas älter. Es ist der blaue Bruder vom AN1X von Yamaha. Also den CS1X haben die 1996 rausgebracht. Das nennt sich Control Synthesizer, wobei ich das ein bisschen interessant finde. Ich sage euch mal kurz die Eckpunkte. Also das Gerät, wie gesagt, von 1996. Es hat vier Synthesizer-Stränge, also quasi Oszillatoren mit Filter und Verstärker hinten dran. Und die haben 930 verschiedene Wellenformen am Start. Ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert, ob die wirklich so unterschiedlich sind. Jedenfalls kann man dann vier von diesen Strängen übereinander legen. Und jeweils zwei ergeben so eine Art Einheit, so ein bisschen wie bei den FM-Synthesizern. Und dann kann man hier links, zeige ich euch dann gleich, über die Szene schalten, das umschalten bzw. auch morphen mit dem Modulationsrad. Aber jetzt erst einmal die Fakten. Er hat 4,5 MB Sample-ROM. Also die sind keine analogen Oszillatoren, wie man es so kennt, mit Sägezahn, Dreieck und Sinus und so weiter, sondern wie gesagt 930 verschiedene Voices genannt oder auch Stimmen. Teilweise ist das ein bisschen irreführend für Leute, die den kaufen wollen, weil sie denken, die hätten 39 timbrale Sounds. Aber okay, 32 stimmige Polyphonie, 30 Typenappreciator, 11 Chorus- und Hall-Effekte und 43 Variationseffekte. Da gibt es dann immer verschiedene Flanger, Phaser und so weiter. Dann hat er hier auf der linken Seite, wie man so schön erkennen kann, 6 Drehknöpfe, einen Pitch- und Modulationsrad. 128 Preset-Performances, die kann man nicht löschen, aber die sind immer da, die kann man aber abwandeln. Und 128 User-Performances, also auf Speicherplätze. Den nennt es dann immer eine Performance, so ein Sound in dem Sinn, der aus vier Parts dann quasi gebildet wird. Und dann hat er noch eine zusätzliche XG, also MIDI-XG-Format Sound Engine drin mit 480 normalen Voices, also Pianos und E-Pianos, Streicher und so weiter. So ähnlich wie die GM-Sounds. Und da gibt es dann noch 11 Drum-Kits. Insgesamt groß ist er sehr groß, hat nämlich 5 Oktaven. Und dementsprechend dann 97 cm lang, 28 tief und 103, also 10 cm hoch. Ja, dann haben verschiedenste Bands schon gern benutzt früher. Underworld, Jamiroquai und David Bowie zum Beispiel. Ja, ich habe ihn mir gekauft, weil er sehr günstig war. Also gebraucht natürlich, der gibt es ja nicht mehr neu. Ich habe da, glaube ich, 150 Euro das ist dafür bezahlt. Gibt es aber auch ein bisschen teurere. Und weil ich ja den Yamaha MX-49, den ich auch schon mal getestet habe, so sehr gut fand vom Sound her, von den Möglichkeiten, ihn aber allerdings irgendwie wieder verkauft habe, weil er auch nicht so wirklich mit Batterie oder mit Akku oder sowas betreibbar ist. Und jetzt dachte ich hier, bei dem Modell ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe es aber gar nicht probiert, das mit so einem Batteriepack anzuschließen. Die gesagt haben, man sollte da nur das spezielle Netzteil nehmen. Das stimmt zwar nicht so wirklich, also wo ich es gekauft habe, da hat man hier so zwei andere Netzteile mitgegeben und die funktionieren auch beide. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, so eine Frage, was es da wirklich war. Es gibt ja nur zwei Parameter, die bei so einem Netzteilstrom wichtig sind. Einmal halt die Stärke, dass er halt 9 oder 12 Volt abgibt und dann durch die Power. Ja, wie viel Milliampere rauskommen und dann ist es halt wichtig, ob Plus oder Minus innen drin dran ist. Ob der jetzt wirklich ein Synthi sofort kaputt geht, wenn man die Pole vertauscht, das glaube ich jetzt nicht. Und auch ein 9-Volt-Gerät verträgt auch meistens 12 Volt oder andersrum. Ein 12-Volt
1, 2, 3, 12 Volt Gerät, geht auch manchmal mit 9 Volt schon an. Zwar nicht volle Leistung, aber irgendwie geht es oft. Aber wie gesagt, ich will ja nicht so experimentieren. Wenn er dann doch kaputt ginge, könnte ich ihn in Plastik, in den gelben Sack stopfen. Und ich will ihn ja doch leider wieder verkaufen. Und zwar deswegen, weil er mir einfach doch zu groß ist für mich. Ich zeige euch nochmal kurz das gesamte Ensemble. Also hier links fängt es an mit dem Pitch- und Modulationsrad. Die sind auch sehr groß und sehr griffig, laufen sehr gut. Also der ist jetzt auch schon über 30 Jahre bald alt oder so. Nicht ganz, aber dafür ist er wirklich noch gut in Schuss. Dann hat er hier oben Lautstärkeregler, diese zwei Szene-Schalter, die man dann einschalten kann. Und dann hier sechs Drehpulleys. Die sind jetzt mal so ab Werk festgelegt auf Attack, Release, Cut-Off und Resonanz. Und die beiden hier sind dann jeweils frei belegbar. Die sind aber auch bei den Presets schon vorbelegt. Da weiß man allerdings nicht so wirklich, auf was. Das zeigt er leider nicht so wirklich an. Und ich habe jetzt auch kein Handbuch gefunden oder keine Sachen gefunden, wo das drin stand. Ja, es gibt viele Materialien dazu. Das finde ich schon ganz gut, aber das steht leider nicht so wirklich drin. Dann hat man halt hier dieses übliche Menü, Display und dann Programm, Plus und Minus und solche Sachen, die man umstellen kann. Part und Layer, also nennen das auch Part und Layer wie Roland. Dann gibt es hier ein Zehnerfeld, wo man die Sachen einstellen kann. Und hier gibt es so eine Umschaltfunktion zwischen Performance, Multi und Store und Utility. Und hier rechts ist nochmal so eine Matrix mit so einem Drehregler. Da kann man dann die einzelnen Spuren hier quasi, nicht Spuren sind es nicht, aber die einzelnen Sachen da anwählen und mit diesen Schaltern dann hier verändern. Ne? Das sind sogar eine Druckschalter, die kann man auch halten, dann macht er auch komplett Veränderungen, je nachdem, wo man halt steht. Das geht dann auch ziemlich schnell. Man kann es aber auch, wenn man jetzt, ich zeige es euch mal, also jetzt hier, ne, im Display seht ihr ja, jetzt geht es die Volumen runter und hoch. Da kann man dann verschiedene Sachen einstellen. Und hier mit dem Assign Data Regler kann man es aber auch nochmal drehen. Das geht nämlich noch schneller. Da ist man dann ziemlich schnell auf dem Wert, den man haben möchte. Das dient zum Editieren. Da kann man dann verschiedenste Appreciator, Perform Level Effekte, Reverb Typ und Chorus Typ und wie viel davon die einzelnen Parameter. Dann kann man tunen, die Note einstellen, Velocity. AEG, ja, das ist die Hüllkurve, Attack Decay System Release und LFOs kann man einstellen, was die modulieren sollen und Speed und so weiter. Den kann man schon ziemlich gut eigentlich nochmal editieren. Es gibt allerdings auch ein Programm dafür. Allerdings geht der nur, gehen die nur bei älteren Windows-Modellen. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, sie hätten es auch auf Windows 7 oder 10 zum Laufen gebracht. Ich habe es jetzt gar nicht ausprobiert, aber das kann man jetzt bei Yamaha ein bisschen versteckt runterladen. So ein Editor und dann gibt es auch zusätzliche Soundbänke. Und es gibt eine dicke, große Bedienungsanleitung als PDF, auch in Deutsch. Und es gibt noch ein sogenanntes Blue Book, nennt sich das. Das ist nochmal so eine Art Kursus, wo sich zwei Leute dran gesetzt haben und haben dann quasi gezeigt, wie man mit dem Gerät programmiert, ja, also was man da für verschiedene Möglichkeiten hat, die Sachen da abzustimmen und so weiter. Also das finde ich schon sehr ausführlich. Insgesamt ist das Gerät halt schon soundtechnisch sehr interessant. Ich spiele auch gleich ein paar Sounds. Tastatur geht sehr leicht, die ist halt sehr groß, ne? Wie ich mir das halt so kennt mit den normalen Größen und 5 Oktaven ist halt unheimlich fett. Also ich finde 5 eigentlich zu viel für mich. Ich bräuchte maximal 4. Ganz gut finde ich auch 3 und auch Mini-Tastaturen. Aber es gibt ja so wenig gute Geräte, günstige Geräte momentan mit Mini-Tastatur. Ältere Geräte gibt es da gar nicht. Da gab es ja immer nur diese Keyboards und so weiter. Und die neueren Modelle sind ja alle extrem teuer. Da gibt es die Mini-Nova, die Mikrokorg und wie sie alle heißen. Und den Roland JTX, bla bla i, den ich ja auch schon im Video hatte. Und die werden da alles um die 200, 300 € sowas immer noch verkauft, obwohl die auch schon 15 Jahre alt sind oder noch älter beim Mikrokorg. Da tun die Leute irgendwie ein bisschen die Realitäten verkennen. Man kann so alte Synthesizer nicht mehr für das viele Geld verkaufen. Gerade die etwas neueren Modelle, jetzt wie den Roland JDXi, der ist keine 350 € wert, auch nicht in neu und auch nicht in gebraucht. Dafür ist er einfach viel zu
naja, billig verarbeitet und auch von der ganzen Bedienung her umständlich teilweise. Könnt ihr ja das Video mal angucken, da gehe ich näher drauf ein. Für so ein altes Flaggschiff, der 150 Euro zu bezahlen, finde ich jetzt gut vom Preis her. Weil das ist ein richtiges Gerät, das kann man auch mit auf die Bühne nehmen, das ist professionell. Es hat auch verschiedene Ausgänge und 3 MIDI-Buchsen und einen Haufen anderes Zeug noch. Ich will jetzt gar nicht auf alles eingehen, Food-Switch und so weiter, kannst du Pedale dranhängen. Da ist das Geld besser angelegt, weil das halt ein richtiges Gerät ist. Und ihr seht ja, die Dinge funktionieren immer noch. Wobei man das von diesen etwas neueren Modellen, die es da jetzt dauernd gibt, bis zu diesen Mikrogeräten, wo ich jetzt hier den neuen Behringer da hatte, das hält bestimmt keine 10, 15, 20 Jahre. Die gehen wahrscheinlich noch 2-3 Jahren hops, wenn die Garantie um ist. Wenn nicht sogar schon vorher. Aber nun ja, das führt jetzt ja in die Irre. Also ich wollte ja, ich habe euch heute das Gerät hier vorstellen. Also wie gesagt, ich finde, dafür ist das Geld besser angelegt. Wenn man genug Platz hat und das daheim im Studio benutzen will oder halt auch wirklich auf eine Bühne geht und sagt, man transportiert dann halt mit ein paar Leuten das Equipment dahin, eine Dreiviertelstunde, Stunde, ne, mit Boxen und so, ist das auch okay. Für mich ist es halt zu groß. Ich habe das irgendwie ein bisschen... War da wieder blauäugig. Okay, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Sounds an. Ich habe mir hier auch so eine kleine Liste zurechtgelegt. Mal gucken, was wir da alles haben. Also erstmal ein paar Preset-Sounds. Leider kann man, ich glaube, die Klinge, nee, die kann man nicht. Schade, das hätten sie machen müssen. Aber man kann hier steppen schneller. Okay, dann nenne ich jetzt Universe. Achso, noch was zur Abhöre. Ich habe das jetzt wieder mal, weil ich heute jetzt nicht mehr so spät so laut machen darf, so ein Avisio MP3 Bluetooth-Box dran. Aber das ist auch schon ausreichend. Okay, der ist jetzt nicht so brennt. Crispy. Zum Beispiel bei 32. Ich will jetzt nicht alle Sounds anspielen. Wie gesagt, das sind 220 Stück jeweils. 128 Stück. Ich will schon mal ein bisschen reduzieren. Das heißt Airy. Okay. Paradise. Filter. Da haben wir auch schon ein bisschen überblenden. Er wird so ein bisschen betitelt immer so als Dance und Techno und Maschine, aber das sehe ich jetzt gar nicht so. Ich muss sagen, hier in dem Gerät sind recht viele sehr sphärische Pad-Sounds, wie ihr hört. Ich jetzt nicht so am Technogramm Morning. Dann macht die Attack ganz schön direkt live verstellen. Thank you.
Sounds drin. Omni vor. Ich habe mir halt so verschiedene Pet-Sounds mal rausgesucht, weil ich die benutzen wollte. Jetzt gehe ich mal hier auf die neuen. Ach, was ist das? Old Mini. So ein Minimoog. Bisschen leiser. An der Seite ein Monophon. Das kann man auch hier umschalten hier irgendwo. Ich muss gerade mal kurz gucken, wo das war. Also wenn man sich hier ein bisschen mit beschäftigt, mit dieser Matrix, dann findet man schon die Sachen dann auch ganz gut. Aber jetzt momentan habe ich halt noch nicht so oft. Machen wir eh schon, kann man da umstellen. Aber es war doch hier irgendwo oben drin. Augenblick. Cut-off-Filter. Ah ja, hier. Also auf der vorletzten, wenn ich nicht richtig. Nee, das ist was anderes. Entschuldigung, Monopoly. Jetzt ist er Polyphon. So Sync-Sounds und so weiter. Aber wir wollen ja nicht alle Sounds durchgehen. Da ist so eine Orgel. Klären wir, was er. Old Rezo. Okay, ja, da. Sync. Chroma. So im alten anderen Sinn. Ja, aber ich will nicht alle Sounds. Ich muss jetzt mal weitergehen. Das ist so eine Art E-Piano-Sound, so ein Rhodes. Na, dann finde ich ein bisschen. Diese eine Art Klavier. Okay. Eine alte schöne Orgel, Ensemble. Okay, aber die. Hier ist so eine Gospel-Orgel. Strings. Auch so ganz süß. Dann Spite. Icefield. Okay.
live. Und eingebauten Pedalamento. Okay. Den nächsten habe ich ganz gut gefunden. Sehr schön. Okay, wie gesagt, wir können ja nicht alle. Ein Ghost Pad, das war gleich auch ganz interessant. Kann man zum Beispiel zwischen den Szenen, also man kann mit diesen zwei Szenenschaltern, die ich euch da gezeigt habe, links, kann man zwei verschiedene Parameter abspeichern, also diesen Cut-Off, Resonanz und die Hüllenkurve, und kann das dann auf Szene 1 und Szene 2 speichern, und dann kann man die anwählen und kann die dann mit dem Modulationsrad zwischen den beiden Einstellungen hin und her morphen quasi. Quasi zwei Chöre, einmal ein Damenchor und einmal ein Männerchor, die wir dann. Okay. So ging der normal. Okay, jetzt gehen wir mal in den anderen Mode rein, in den User Mode. Und dann nehmen wir hier den 96. Es ist echt schade, dass man mit dem Drehrad die Sounds auch verstehen kann. Das ging manchmal ein bisschen schneller. Das sind aber auch wieder nur so Sounds, die ich schon jetzt hatte. Trinken. Also wo würde ich ihn jetzt am meisten verorten? Eigentlich bei Leuten, die so sphärische Sounds suchen, die Ambient machen wollen. Also wirklich Ambient-Musik, nicht dieses nachgemachte Techno-Zeug. Da finde ich ihn irgendwie ganz interessant. Für pures Techno ist er jetzt ein bisschen zu weich und zu soft, habe ich das Gefühl. Ist irgendwas ausgegangen? Ich habe meine Box. Na gut, ja.
Das sollte es auch mal gewesen sein von den Sounds. Wie gesagt, man hat dann noch die Möglichkeit, ich habe jetzt leider keine Ersatzbox da, so schnell. Man hat dann noch diese Möglichkeit, dann nochmal umzustellen auf Multi-Dings. Dann hat man quasi verschiedene Klaviere und E-Pianos und viele, viele andere Sounds, so Streicher und so, das normale Zeug. Die kann man, glaube ich, auch editieren, soweit ich mich noch erinnern kann. Die sind aber jetzt nicht so berühmt. Also da ist der normale GM-Soundfond-Geräte, die es so gibt, sind dann irgendwie fast genauso. Aber man hat halt noch zusätzliche Funktionen im Hintergrund, wenn man jetzt das Gerät am Computer anschließt, zum Beispiel am PC, und hat dann seine Sequencer-Programme laufen, kann man mit dem einen Gerät dann schon noch ein paar Background-Sounds dann noch zusätzlich abfeuern oder Drums und so weiter. Habe ich jetzt leider hier gar nicht dabei. Also kann ich jetzt gar nicht mehr vorführen. Oder ich mache mal ganz kurz einen Break. Vielleicht machen wir das doch noch mal ganz kurz. Moment, kleine Pause. Okay, ich habe jetzt doch noch eine andere Box noch gefunden, die gerade voll war. Das ist also dann so normaler. Ja, man kann sie auch editieren. Mit dem Filter und so weiter. Wobei das beim Klavier nicht jetzt wenig Sinn macht. So müssen wir einen anderen Sound mal suchen. Achso, aber der merkt sich, das ist das Doofe. Ich muss nochmal kurz zurückgehen. Das kenne ich bei den anderen Geräten auch. Ja, jetzt lassen wir mal die Sounds normal. Das ist bei den GM-Geräten-Sachen, ist es manchmal so, dass wenn du da am Gerät die Attack veränderst oder den Filter, dass er sich das dann bei Unsound so merkt. Das ist zwar beim F, wenn man, wenn man jetzt mal einen Reverb haben möchte, die meisten sind ja immer ohne so viel Hall, ist das ganz okay, aber wenn du jetzt Attack von irgendeinem Sound veränderst und du schaltest dann um auf einen anderen Sound, musst du ihn erst wieder zurückregeln, sonst ist da wirklich die Attack dann auch genauso verstellt. Das finde ich ein bisschen doof, das ist so ein Yamaha-Problem. Weiß ich jetzt, ob das bei anderen Geräten auch so ist. Jedenfalls hat man halt hier so normale Klänge. E-Piano. Das ist die X7-Piano. Harpsichord. Klavinett, Celesta, Glocken, Musicbox, Vibraphon, Marimba, also wie man es also kennt, über die Bells, Dulcimer. So eine etwas schwächere Box ist nicht ganz so gut wie die andere. Deswegen klingen die Sounds auch ein bisschen dünner, aber Kirschenwackel sind ja ein bisschen zu leierisch. Akkordeon. Okay, waren wir denn die Streicher, die normalen? Achso, die Gitarren. Ja, wo war denn? Wie gesagt, die sind nicht ganz so toll wie jetzt bei anderen Geräten, die ich da schon vorgeführt habe. Aber man kann sie benutzen. Viertel des Bass. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hier die Oktave umgestellt wird, also über die Shift. Ja, aber das lohnt sich nicht wirklich. Violin. Das ist doch ein bisschen zu tief. Dann so normale Streicher. Strings. Da gibt es dann noch verschiedene Bänke. Also insgesamt hat er ja 400 Stücke des Wurst drin. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was hatte ich vorhin gesagt. Von diesen GM-Sounds.
Jetzt muss ich das wieder aufsuchen. Augenblick. Na, wo war es denn hier? Noch 480 halt XG Sounds. Das heißt, man kann dann über die Bänke hier rechts, kann man nochmal die Bänke feststellen und dann kann man dann Variationen von den einzelnen Klängen abrufen. Also ähnlich wie bei dem QY70, den ich mal vorgestellt habe, diesen kleinen Mini-Sequencer von Yamaha. Das sind dann halt einfach ein bisschen mehr Hall drin oder da sind ein paar Effekte ein bisschen anders, das Filter. Aber es tut sich da jetzt nicht so viel, dass es auch ein ganz anderer Sound wäre. Von daher soll man da nicht so viel davon verlangen oder erwarten. Aber für manche Sachen. Manche Sachen sind vielleicht trotzdem interessant, wenn einer halt noch zusätzlich so Sounds braucht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Drums sind. Ganz hinten, ah ne, da kommt dann nur wieder diese Einzeldinger, diese Gunshooten-Applaus. Da muss man dann auf Kanal 10 gehen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen zeigen. Das französische Johannes ist immer noch ganz schön. Aber wie gesagt, die sind nicht ganz so fein wie jetzt zum Beispiel vom Casio CTS 400, den ich auch vorgestellt habe, dieses normale Keyboard, wo man ja keine Editiermöglichkeiten direkt am Gerät hat. Das sind natürlich diese normalen Standard-Sounds, weil es neuer ist, wesentlich ausdrucksvoller. Aber so ein Synthi nimmt man ja, weil man ja mehr so synthetische Sounds haben will und die dann auch ein bisschen verändern und so weiter. Deswegen ist das halt nur eine Zugabe. Ja, gut, das wäre eigentlich das Wesentliche. Also wie gesagt, das ist ein ziemlich noch brauchbares Gerät, wie ich finde. Es hat halt wirklich ganz normale, schöne, viele Pad-Sounds. Man kann aber auch so Solo-Sounds mitmachen und andere Gerätschaften, wenn man sich da ein bisschen reinkniet. Direkt am Gerät ist es vielleicht, naja, gut, es sieht umständlich aus, als es eigentlich ist. Wenn man sich hier mit dieser Matrix da quasi ein bisschen vertraut macht, steht ja auch alles dran, kann man dann schon die einzelnen Parameter ansteuern und dann über den Assign-Regler oder über die Knöpfe hier editieren und dann natürlich abspeichern. Das ist halt mein Problem auch ein bisschen, hat halt, wie gesagt, 128 User-Sounds nur und 128 Presets. Und wenn ich mir dann welche zusammenstellen will, dann muss ich vielleicht welche löschen, die vielleicht doch mal ganz gut sind. Da fehlt irgendwie eine große leere Bank. Also wenn da noch 128 leere Klänge drin wären, fände ich es schon irgendwie schöner, aber das ist da leider nicht. Das heißt, man muss dann immer irgendwelche Sounds löschen oder überschreiben, wenn man jetzt was Eigenes, Neues kreiert hat. Man kann dann auch, es gibt keine, wie nennt man es, Favoriten, sondern es gibt nur die Möglichkeit, hier diese bei diesem Auswahl, das kann man blockieren, sodass man quasi nur noch in der einen Reihe hoch und runter steppen kann. Also man kann dann direkt anwählen, 100, die 15, die 16, die 12 und so. Normalerweise muss man ja immer das erst nochmal bestätigen, die Auswahl, bevor er wirklich umschaltet. Das kann man blockieren. Das heißt, also, man könnte sich eine Bank zum Beispiel das machen für die Sounds, die man will, die man braucht, ja, beim Abend, beim Konzert oder so. Und dann kann man die schnell anwählen. Immer. Das sind so also Art Favoriten. Aber die Sounds müssen dann auch wirklich von 1 bis 9 quasi da in der Reihe liegen. Und das ist das Problem. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, ob man irgendwo was tauschen kann, dass man den Sound 7 auf die Bank 23 legen könnte und dafür dann den 23 auf die 7 erkriegt. Ich glaube, das geht nicht mehr. Überschreibt den dann halt einfach. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen kann man nicht so wirklich von Favoriten sprechen. Aber nun ja, die konnten auch nicht alles reinpacken. Er hat ja damals, glaube ich, 600 € D-Mark oder was gekostet oder so in dem Dreh. Ich habe jetzt gar nicht den aktuellen Preis damals im Kopf. Aber wenn man den heute für 150 bis 200 € sich kauft, ist das noch ein schönes Gerät, wenn er noch in Ordnung ist. Die meisten haben da die Kappe, ist dann schon weg hier, der Drehregler oben. Den kann man ja also ersetzen. Sonst haben wir eigentlich bis jetzt, waren eigentlich alle noch okay. Die Tastatur wird halt gelb ein bisschen, das macht aber nichts. Es gibt dann so ein ja, das Elfenbein-Feeling. Finde ich nicht so schlimm. Also ich kann schon noch empfehlen, der MX49 ist vielleicht ein bisschen vielseitiger, hat halt auch mehr fertige so Streicher-Sounds und so weiter drin, die man halt gleich schön benutzen kann.
Für so einen Allrounder ist der MX-49 wahrscheinlich besser geeignet. Den gibt es aber seltener zum günstigen Preis. Da gibt es meistens dann die neuere Version oder halt völlig überteuerte alte. Da gibt es zwei Versionen, wie gesagt. Also der MX-49 von Yamaha finde ich noch etwas vielseitiger. Der CS1X, der hier, der ist halt ein bisschen mehr Richtung Synthi getrimmt. Aber es ist kein verkehrtes Gerät. Wenn er kleiner wäre und mit Batterieanschluss irgendwie Möglichkeit hätte ich ihn behalten, eine Oktave weniger wäre schon okay. Aber es ist ja mir zu groß. Und über einen Meter, das ist fast ein Meter, das ist mir einfach zu doll. Okay, jetzt gibt es noch einen kleinen Teaser fürs baldige nächste Video. Ich hatte ja eines meiner Favoriten, Allzeit-Favoriten. Ich sehe hier diese Akai MPK Mini Play. Das, oh, jetzt mache ich hier den Sound. Dann machen wir mal. Ah, wie schön, das spielt sich selbst. Schön. Den hatte ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt und auch immer in verschiedenen Videos schon präsentiert. Das ist also so ein kleines mini-kompakte Controller-Keyboard mit eingebauten GM-Sounds, die auch recht einfach sind, aber man kann die über diese Drehregler hier ganz gut editieren. Im Prinzip genauso wie hier, auch mit Filter, Hüllkurve und Effekten. Und da habe ich noch mit mir gerungen, ob ich, weil ich das doof finde, dass die Regler hier auf der rechten Seite sind, weil ich mit linken, mit rechts spiele und dann muss ich mit dem linken Arm so über Kreuz greifen. Und da gab es ja dann das neue Modell, das ist das hier. Das habe ich mir jetzt doch mal zugelegt. Und das will ich dann auch mit dem alten Modell mal vergleichen in dem Video und nochmal genauer zeigen. Und das hat dann den Vorteil, dass halt die Regler hier wirklich oben sind. Die sind auch schön dick. Die kann man, wenn man hier unten zum Beispiel jetzt eine Note greift, kann man dann da oben schon ganz schön so ein bisschen mitmodulieren. Und dann hier noch an dem Pitchbender, an dem Whoopsie. Und der Lautsprecher ist auch ziemlich laut. Also ich mache ihn jetzt nicht an. Mittlerweile der neue Lautsprecher, der da eingebaut ist, ist schon so, dass man daheim so aus Spaß mal so benutzen könnte, wie so ein Keyboard halt ist. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig schon ein Controller. Und muss ich mal gucken, wie das mit meinem Tablet ist. Ist ein bisschen massiver und auch ein bisschen schwerer als das alte Modell. Ich dachte, er wäre ein bisschen kleiner, haben die alle geschrieben. Das stimmt aber nicht. Der ist eigentlich ein bisschen größer. Aber das sieht man dann im nächsten Video, werde ich das dann nochmal näher drauf eingehen. Aber wenigstens sind die Regler da, wo sie hingehören. Ja, und das Gerät ist eigentlich auch für nicht verkehrt. Wie gesagt, guckt euch das nächste Video dann an, wenn es rauskommt in ein paar Tagen. Da zeige ich nochmal die Funktion nochmal genau und vergleiche es nicht mit irgendwelchen irrationalen. Ich hatte ja das Yamaha PSS A50 da bei dem alten Modell mit verglichen. Und das war ja eine absolute Lachnummer, das Gerät. Das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Und diesmal zeige ich dann nur das richtige Akai, so in seiner ganzen Pracht. Da sind wirklich sehr viele schöne Funktionen drin. Gut, das soll es mal gewesen sein für den Teaser. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Gerät günstig irgendwo seht, wenn ihr solche Sounds mögt, die so ein bisschen spacey sind, dann ist das bestimmt kein verkehrtes Gerät. Es macht mehr Spaß als viele von den modernen. Ich habe Korg-Wolgas ausprobiert, verschiedene und viele andere Geräte. Das seht ihr in meiner Videoliste. Ich habe gar nicht alle gefilmt, die ich da hatte. Und das Gerät hier ist schon für das Geld auch eine gute Empfehlung, wenn man Synthis benutzen möchte und hat nicht so viel am Anfang oder so. Ist ganz okay. Okay, dann gehabt euch wohl. Euch eine schöne Zeit weiterhin. Kommentare und Daumen müsst ihr entscheiden. Ist ja ein bisschen wenig Feedback. Aber nun ja, so ist es halt im YouTube. Die Leute gehen immer nur auf die Marktschreier und lassen die Leute, die ein bisschen ausführlich sind. Also einen kleinen Gag will ich noch kurz erzählen, was mich letztens wieder genervt hat. Es gibt von MIDI Plus ja diese Keyboard Controller, die ich ja auch schon in meinen anderen Videos schon vorgestellt habe. Und da gibt es eine Variante, die nennt sich Pro, X Mini Pro. Und die haben nicht nur 8 Drehregler und 8 Pads drin, sondern auch eine GM-Klangerzeugung und sind sehr schmal mit Mini-Tastatur. Wäre eigentlich ein ideales Gerät für mich. Ich hatte es auch schon mal da aus Polen. Habe es dann wieder zurückgeschickt, weil die Sounds nicht ganz so geil waren. Aber ich wollte mir jetzt noch mal ein paar Videos angucken bei YouTube. Und da gibt es leider nur so indische, pakistanische oder so irgendwie aus dem Bereich, welche, die das vorführen. Und das hat mich total frustriert. Ich verstehe nicht, warum manche Leute solche Videos machen. Der hält das Gerät knapp 20 Minuten in die Kamera, verkehrt rum, also mit den Tasten nach vorne. Hat es auch nicht angeschlossen und spielt es auch nicht. Sondern erklärt mir die ganze Zeit irgendwas auf
Hindu, oder wie auch immer die Sprache da heißt, was für Regler da dran sind. Ich weiß nicht, was er alles erzählt. Also wirklich 20 Minuten lang wild gestikulieren, kein Sound. Und ganz zum Schluss macht er dann den Klaviersound an und spielt dann eine Taste und prompt macht dann am Modulationsrad rum und so und sagt dann ja und erzählt dann auch noch irgendwas und pitcht den Klaviersound. Und dann ist das Video fertig. Und dann dachte ich, okay, Meister, hättest du mir die 20 Minuten meines Lebens dann erst erklären können, wenn er wenigstens die Sounds einfach mal angespielt hätte. Er muss ja kein großer Pianist sein. Das verlangt man ja von so einem Verkäufer nicht, der dann ein Verkaufsvideo macht. Aber so gar keine Sounds zeigen, finde ich schon etwas schwierig. Und der Mann hat aber trotzdem ein paar tausend Likes und alle möglichen Kommentare in Sprachen, die ich nicht lesen kann. Finde ich schon etwas schwierig. Ich gebe mir ja wirklich Mühe. Ich zeige euch die Geräte. Ich vergleiche die auch. Das finde ich schon immer wichtig, dass man dann noch ein Pendant dazu hat, wo man sagt, okay, wie ist der und wie ist der? Und versuche auch möglichst objektiv zu sein. Vielleicht bin ich ein bisschen überkritisch, aber es gibt so viel Schrottvideos. Manche drücken einfach nur die Preset-Taste, dass da einfach nur die eingebauten Lieder loslegen und dann denken die, das wäre ein Video. Und dann schicken sie das hoch und kriegen Tausende von Likes für nichts. Das ist doch keine Leistung, einen Preset-Taster zu drücken, also einen Demo-Taster oder so. Oder manche erzählen halt stundenlang und zeigen gar nicht die Klänge. Da gibt es wirklich ein paar gute Leute, das ist der Gearfacts. Das ist der Bad Gear und der Thiago Mullen, der spielt ja alle Sounds an, wobei ich bei dem nicht immer so glaube, weil der, glaube ich, immer noch einen guten Hall oder was hin und nach sitzt, weil ich habe die Geräte dann auch da gehabt, die er vorgestellt hat und die klangen bei mir weit, weiß Gott, nicht so gut. Also er muss da noch ein bisschen manipulieren im Nachhinein. Er spielt halt göttlich, der Thiago Mullen. Von daher ist natürlich, klingt da jedes Gerät irgendwie geil. Aber okay, er gibt sich die Mühe und spielt fast alle Klänge durch. Das finde ich gut. Und bei den anderen, die ich genannt habe, der Gearfacts und so weiter, Gearfacts, der erklärt die Hintergründe, der beschreibt so ein bisschen das Instrument. Die Leute geben sich wirklich Mühe. Und die kriegen dann gar nicht so viele Likes und gar nicht so viele positive Sachen zurück, obwohl sie sich wirklich viel mehr bemühen. Und irgend so ein Trottel, der einfach nur das Gerät ein- und ausschaltet, kriegt dann da so viel ab. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Die Welt ist halt irgendwie so, es hat dann nicht alles mehr so. Objektivität ist nicht gefragt, nur dumm Geschwätz ist irgendwie am tollsten, wenn man rumschreit und auf die Sachen einschlägt und so, ja, jetzt kauft das jetzt, das ist total toll, ja. Besonders in diesem Outdoor-Survival, wenn die dann auf die Schlafsäcke einprügeln, das verstehe ich eigentlich nicht. Aber okay, ich komme ins Philosophieren über die YouTube-Geschichten. Ich wollte gar nicht so ausschweifend werden. Okay, ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß und immer schöne Musik. Bis irgendwann mal wieder und halt die Ohren steif. Ciao, ciao.